Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem von Let's Play Assassin's Creed Unity. Ja, wir sind hier und wir haben in der letzten Folge Marie Lequesque, ich habe schon wieder den Namen vergessen, oh Ballon, getötet. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Elise, die das sich um das Getreide kümmern wollte, mit der wir jetzt laut Missionsbeschreibung fliehen sollen. Mal schauen, wie sie diese Flucht äußert. Halt, da ist sie doch. Die Flucht. Schauen wir mal. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung. Renn! Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können, fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Kapp die Seile! Ich decke dich! Oh je! Du bist kein Schnell! Achtung! Gut! Okay. Nur noch eins. Arno! Ich komm zu dir. Warte da. Ich gehe sicher nicht weg. Es ist wirklich schön hier oben. Das solltest du sehen. Oh, was du nicht sagst. Der Wind wird stärker! Beeil dich! Ja! Danke! Hast du dir schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Ach, nach unten geht es meist von allein! Da ist es! Dir werden bald die Dächer ausgehen! Ich hoffe, du hast einen Plan! Zählt zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt auch? Lass sie! Renn schon! Wir verlieren sie! Strengt euch mal an! Nein, den Weg ab. Jetzt komm, oh Mensch! Oh no! Haltet dieses Ding auf! Ach, das ist doch scheiße! Das Ding fliegt aber, Abi. Ach, ich sag's jetzt lieber nicht. Lass sie! Mach doch gar nichts. Das ist er! Was ist passiert? Das Seil hat sich verfangen! Du da, halt! Halt dich gut fest! Komm da runter! Stopp! Geht es dir gut? Arno! Alles gut!
werden! Haltet sie auf! Vielleicht haben die es ja doch auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Ist eine lange Geschichte. Renn! Oh, pardon, Monsieur. Ein Divertissement intéressant. Renn! Ja, hab's verstanden. Ich glaube, ich soll rennen, oder? Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Die Steuerung ist manchmal echt zum Kotzen. Ja, steh nur da und mach nix. Warum auch? Musst mir nicht reinhelfen oder so. Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise, ich... Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Oh. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Ich will das Geld, und zwar sofort. Du wusstest, dass der Tag kommt und du schuldest mir was. Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Okay, neue Skills können auf das verbesserte Phantomklinge, das dickste Fellgiftgas, Schlossknackermeister, Gnadenstoß am Boden, Eisenfell. Okay, schleichen. Also das können wir uns jetzt holen. Das können wir uns holen. Das auch. Müssen wir nur das da vorher noch. Also wir können jetzt quasi alle Fähigkeiten kriegen. Giftgasbomben. Jetzt schmeißen wir uns aber hier zu mit Zeug, ne? Naja, wie gesagt, ich gehe erstmal mit dem hier. Und was wir dann kriegen, können wir ja gucken, wo wir es reinbacken.
Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. So. Da. Die Einladung, eine Einladung zum Abendessen. Okay. Kommt ein bisschen plötzlich, woher kennen wir den plötzlich, aber gut. Gucken wir halt mal. So. Louvre, 20. Januar 1793. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Oh Gott, ich habe wieder Angst. Weinlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Tallien. Louis-Michel Le Pelletier. Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fragueur, mein Gott, haben die immer alle langen Namen, wurde am 29. Mai 1760 in Paris geboren. Im Zuge seiner vielversprechenden Karriere wurde er 1779 Ratsmitglied des Pariser Parlaments. Vor der Revolution des Pariser vor der Revolution waren Parlamente Teil der Judikative und hatten keine gesetzgebende Funktion. Obwohl er eigentlich noch zu jung für dieses Amt war, wurde er mit Sondererlaubnis zugelassen, höchstwahrscheinlich dank eines Eingreifens durch die Templer. Neben anderen juristischen Aktivitäten stieg er bis 1789 zum Leiter dieser Institution auf und wurde von den Generalständen zum Repräsentanten des Adels gewählt. Schon bald wandte er sich von seiner adligen Herkunft ab und unterstützte die Ziele des dritten Standes. Er verschrieb sich im Anschluss ganz der Politik und war im Juni 1790 fast 2 Wochen Präsident der Konstituante. Als Rechtsanwalt wirkte er bei einem Entwurf des Strafgesetzbuchs mit, dessen hervorstechendster Punkt ein Vorschlag zur Abschaffung der Todesstrafe war, eine Idee, die allerdings verworfen wurde. Ein Vorschlag zur Abschaffung der Todesstrafe, Im 18. Jahrhundert, Mach dir nichts draus, Amerika, irgendwann kommst du dann auch noch dahin. Okay. Mein Gott.
Gut, wo sind die Gelegenheiten? Mittendrin? Verstehe. Na gut, dann schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Wenn wir erstmal da rüberklettern wollen. Weil da hinten kommen wir perfekt aufs Dach. Also hier hinten. Da. Darüber und dann sind wir da. Stinker! Ich habe hier 20 Zentimeter Stahl für dich! Ich glaube, die sind morgen noch nicht fertig. Ich opfere dich, Made! Wow. Wow. Stimmt, mit Berserker klingen waren die ja noch stärker als normal. Okay, das sollte ich vielleicht beim nächsten Mal bedenken. Irgendeine Gelegenheit, die auch eigentlich schwer einsehbar ist, ne, von vielen Punkten aus, also könnten wir uns da eigentlich mal runterschwingen. Weiß nicht, welche Art die Gelegenheit ist. Willst du meine Kunden vergiften? Pardon, Mitra? Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon und... Das könnte noch nützlich sein. Ich weiß nicht, wovon... Ich mache das hier jetzt seit 30 Jahren, Jungchen. Ich glaube, ich weiß, wie gestreckter Wein schmeckt. Das war das einzige, einzigartige Attentat, das wir haben. Was soll ich denn damit tun. Okay, und was war das andere? Infiltrationsgelegenheit über den Fensterputzer oder was? Der ist auch da unten. Dürfte eigentlich auch von jemandem gesehen werden. Stehen alle hinter diesen Hecken. Gucken wir mal. Pardon, Mademoiselle. Monsieur Le Pelletier hat sich beschwert, weil sein Büro zu stickig ist. Könnt ihr das Fenster öffnen? Was redet ihr denn da? Monsieur hasst zugige Räume. Würde euch das überzeugen? Oh, oui, Monsieur. Remy, öffne das Fenster. Monsieur Le Pelletier findet sein Büro zu stickig. Aber ich sollte doch... Mach es einfach. Schon gut. Ma foi, je ne trouve rien suspect.
Vergiftete Wein ist halt auf der anderen Seite, ne? Verdammt! Verdammt! Ja, schon da, ne? Ich würde trotzdem gerne den Wein vergiften. Gibt's vielleicht einen anderen Eingang noch? Also, jetzt in sein Büro reingegangen, aber gibt's noch eine andere Möglichkeit irgendwie zu sagen, wir vergiften erst den Wein? Also, ich weiß halt nicht, ob das jetzt so, ob es da drüben halt überhaupt Eingänge oder so gibt, aber vermutlich nicht, ne? Wenn man die Frau bestechen muss, damit sie ein Fenster aufmacht. Wahrscheinlich alles zu, außer unten die Haupteingänge. Ja. Na gut, dann schleichen wir uns da drin halt nochmal ein Stückchen weiter vor und gucken halt. Typ läuft, okay, deswegen. Hey. Scheiße. Was war das? Nicht gut. Oh Gott. Seneca. Da kommen wir niemals durch. Nee, nie im Leben. Was zum Teufel? Nie. Wir müssen, das sind ja so viele Leute, wir müssen auf der anderen Seite irgendwie durchkommen. Ich weiß nicht, warum wir jetzt ins Büro kommen konnten, weil von hier aus kommst du halt nirgends hin. Und wir können uns da nie durchschleichen, weil da sitzt ja da. Mitten unter den ganzen Wachen. What the? Soll ich dir helfen, Arno, oder geht's noch? Warum springst du einfach so runter? Hier geht's aber auch nirgendwo rein und hoch, ne? Es geht alles immer nur vorbei. Wie oft soll ich mein Ziel noch finden? Hab's schon ein paar Mal gefunden. Okay, wir gucken mal von der anderen Seite fix. Irgendwie muss ich doch zu diesem Wein kommen. Ohne durch die. Oder die halbe Palastgarde, da brauche ich ihn auch nicht mehr heimlich umzubringen, wenn ich alle rumgebracht habe. So irgendwie von der Seite hier, weißt du? Nirgends auf, ne? Ich sage euch, da ist auf. Werden uns beistehen. Glaubt ihr das? Wie könnten sie nicht? Wir werfen das Joch der Tyrannei ab, genau wie sie. Das Joch der Tyrannei ist eine Sache, das Joch der Finanzierung eine ganz andere. Wo die Sache? Aber hier ist auch so viel los. Ma parole. Los, schaffe! Du verlierst dein Tempo, wir legen zu und schlagen dich in Stücke! Los! Aha! Zu langsam! Da oben! Schießt ihn runter! Oh Gott! Einen Moment mal! Du bist ein Feigling!
nicht gewinnen. Das stimmt. Oh, ich hab keinen. Oh Gott. Ach, das ist doch zum Kotzen hier manchmal. Ich dachte, du würdest nach Hause zu Mama laufen. Aber der Hafen ist in die andere Richtung. Schnapp ihn! Kile Droll! Mich überlebst du nicht, du Made! Na komm, Pilz zu Ende. Wow, jetzt muss ich den Wein nochmal holen, aber das Fenster nicht, obwohl ich das Fenster zu spät als zweites erst gemacht habe. Strange. Na gut, dann holen wir uns die Fenstergelegenheit nochmal. Das war ja nicht so. Ah, da geht's rein. Das muss ich mir merken. Das ist nämlich immer noch näher am Wein, oder? Ja, auch nicht. Ne, das ist komplett auf der anderen Seite. Naja, gut, gucken wir mal. Halt, wir waren ja. Wir wollten ja da oben rein, ne, über das andere Gebäude wieder. Ich finde, so viel Zeit kann man sich schon mal lassen, dass das hier alles auch ordentlich mal, also muss man alles mal versucht ordentlich zu machen. Ohne es schnell zu tun. Weil das, man spielt ja diese, nochmal diese Infiltrationsmissionen sind ja äußerst selten. Die spielt man ja nur einmal. Und das halt auch nur selten. Das ist jetzt nicht jede Mission so eine Infiltrationsmission. Verfluchter Royalist! Verdammt, Schauderer! Die Freiheit hat keine Verwendung für... Okay. Genau. Willst du meine Kunden vergiften? Pardon, Maitre? Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon... Das könnte nicht nützlich sein. Ich weiß nicht, wovon. Oh, jetzt hast du keine Füße gekriegt. Ich mache das hier jetzt seit 30 Jahren. Ich glaube, ich weiß, wie gestreckter Wein schmeckt. Ich habe hier Wein im Wert von 50 Livre. Was soll ich denn damit tun? So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier unten irgendwie reinkommen. Oh, warte mal, erstmal aufpassen, dass hier... Wir sind nämlich Wachen. Nicht so mitten, also mittendrin runterspringen, meine ich. Lieber hier so ein bisschen an der Seite. Hier so, weil hier sind wenigstens keine Wachen. So. Ich zermal deine Rückgrat zu Staub. Okay. Komm sofort zurück! Ich mach Hackfleisch aus dir. Ich weiß nicht, ob das reingeht in die, ins Anwesen, aber vielleicht. Auf jeden Fall einen Versuch wert. Wir sind auf jeden Fall schon unter dem Anwesen. Wir haben es einmal unterquert. Tatsächlich. Sind da drüben rein und hier raus. Es gibt also keinen Ausgang in der Mitte, oder? Oder habe ich einfach eine Leiter übersehen oder sowas? Aber das sind doch normalerweise auch Treppensymbole, oder? Wenn es eine Leiter geben sollte. Hier ist eine Abzweigung, aber hier ist nur die Kiste. Nee. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Nämlich und gehen den anderen Weg hoch, den ich mir rausgesucht habe.
Dann laufen wir hier einfach mal an der Seite entlang und gucken mal, ob wir offene Fenster oder so sehen. Na gut, es ist nicht an der anderen Seite, das stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe. Es ist schon recht zentral. Also es ist auf jeden Fall auf gerader Linie, nicht auf einer Ecke des Anwesens. Ich sehe, dass das immer ein bisschen gefährlich findet hier. Lauf du mal weiter, komm. Lauf mal wieder zu deinem Fenster. Wow, der steht scheiße. Der steht richtig scheiße. Nein. Fuck. Ah. Okay. Das bedeutet Ärger. Los! Ist er in dem verfluchten Nebel verschwunden? Mais que peut-il chercher? Avez-vous perdu quelque chose? Ceci ne me dit rien de bon. Wow. Okay, müssen wir so machen. Bevor wir noch mehr Ärger verursachen. Gehen? Natürlich. Ihr nicht? Vielleicht verzichte ich darauf. So viel Lärm. Lärm. Deswegen verzichtet ihr auf das Ereignis des Jahrhunderts? Obermilde geben. Oui, Monsieur. Eine Flasche eures besten Weins. Heute feiern wir den Tod der Tyrannei. Sofort, Herr. David, hol mir eine Flasche Chateau d'If. Hop, hop. Gut gemacht, David. Hab dich gar nicht bemerkt. Bitte schön, Herr. Der 74er Chateau d'If, erlesener Jahrgang, wenn ich das sagen darf. Merci. Nichts, meine Liebe. Noch ein bisschen Magenschmerzen. Geh. Finde deine Magd, damit sie dich nach Hause bringt. Ich komme bald nach. Vous préparez un mauvais coup. Oh, mais... Der König ist nichts als ein krimineller Verräter.
Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung. Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Ich erwisch dich schon, du Rechter! Bürger, anhalten! Nach den Kindern! Ich mach dich nieder! Verzeihung! J'ai une famille! Du kannst dich nicht verstecken, du Ratte! Tu te moques. En voilà un parfum. Sûr. Toutes ces fédères. Ah, l'air si. Vous avez vu ça? Allô, qui n'a pas sa gazette? Okay. Lief doch gut eigentlich, finde ich. Also, wir haben zwar die Bonusszene nicht erreicht, aber das ist bei sowas auch immer blöd. Bin ich ganz ehrlich. Weil irgendwie, warum sollte ich jetzt so viele Leute killen, wenn es leise geht? Und warum sollte ich Berserkerpfeile vor allem, wo alles auf sich zieht, nutzen, wenn es nicht sein muss? Das ist immer so ein bisschen. Manche Objectives verstehe ich halt einfach nicht. Ich hau dich tot, bevor du es merkst. Okay, dann wollen wir mal gucken. Willst du mich hinhalten? Simplement que certains endroits de Paris. C'est vrai, ça nous arrive. À sa place, enfin, il est devenu passionné. Okay, kommen wir da irgendwo rein oder müssen wir einfach nur außen rum? Oh, es sieht ganz nach dem Hinrichtungsplatz des Königs aus. Wir haben ja auch gerade gehört, dass die Abstimmung dafür entschieden wurde, ihn hinzurichten. Schauen wir mal. Die Hinrichtung heißt sogar so. Okay, gucken wir mal. König Hoch, bist du sicher, dass Gemma kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns, dann sind wir auch schneller. Bringt den Verurteilten vor! Okay, es geht primär darum, Jean zu finden. Suchen wir uns erstmal ein paar Schützen, die wir töten können. Okay, da drüben ist auch noch so ein Turm, ich weiß aber nicht, wo überall. Gucken wir mal, wenn wir hier rüber gehen, ob wir da noch irgendwas sehen.
Außer eine wütende Menge natürlich. Na gut, wir können von da drüben natürlich noch was holen. Ist jetzt nicht so schlimm. Also wir können ja da drüben auch wieder auf so ein Ding drauf. Also hier hochklettern. In dem Sinn. Nieder mit der Tyrannei! Perfekt. Aber das ist schon echt beeindruckend für das, was es 2014 war, ne? Also, oder 15, ne, 14 war es. Also, muss man schon sagen. So viele Leute darzustellen, auch wenn die natürlich erst von Weitem alle das gleiche Modell haben und erst beim Näheren genauer berechnet werden, ist es schon beeindruckend, finde ich. Lasst uns beginnen! Lasst uns vor Gott, dem Allmächtigen, würdevoll richten! Seht diesen gefallenen Mann, diesen Tyrann, diese Schande der menschlichen Rasse! Du travailles pour nos fils! Du pas pour nos enfants! Du travailles pour nos fils! Jetzt wird er für die Schulden seiner leichtfertigen Amtszeit zahlen. Werdet Zeugen. Wie gesagt, das ist ja hier alles Gruppentarnung. Von daher ist das nicht so schlimm. Da können wir auch einfach durchlaufen. Adelig oder nicht, jeden Bürger, der sich durch unbedachte Äußerungen gegen unsere neu gewonnene Freiheit wendet. Jeden Bürger, der den Glanz unserer glorreichen Revolution beschmutzt, ereile dasselbe Schicksal. Was wir heute hier vollziehen, wird auf ewig in die Geschichtsbücher eingehen. Unsere Kinder und Kindeskinder werden diesen Akt als Geburtsstunde der Freiheit feiern. Möge er die ganze Menschheit befreien. Sind recht leise hingekommen, oder? Finde ich. What? Hallo, Arno. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ah, ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden, klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren möge. Der König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, wie ihr seht. Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben. Der göttliche Anspruch von Königen ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Jacques de Mollet. Vous êtes venger. Nun entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Tötet ihn. Los! Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Jetzt den Großmeister! Bereit! Tötet sie! Elise, wir müssen los!
Ich schaffe das! Hol dir schon mal! Elise! Nein, verdammt! Elise, warte! Wie geht es den Lungen? Da bist du ja! Rose, hörst mir! Sie darf noch nicht erreichen! Ich bin nicht so streng! Elise, es ist vorbei! Weg hier! Ich werde ihn nicht entkommen lassen! Komm, beeil dich, wenn Elise ist in Gefahr. Schnitten langsam aus. So, weiter, oder, Elise? Elise? Weiter. Hallo, hallo. Ich glaube, das hatte ich damals schon im Bug. Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Folge Sache! Das bleibt nicht ungewöhnt! Das ist es nicht wert! Hinter ihn zu kommen! Elise, warte! Schönen Abend! Oh, verdammter Verräter! Mist! Wo ist er hin? Er wird müde werden, Alter! Sie darf noch nicht erreichen! Elise, es ist vorbei! Weg hier! Ich werde ihn nicht entkommen lassen! Hier außen herum! Verdammt! Er entkommt uns! Ihr lebt in der Vergangenheit. Es geht nur nach vorne, wenn wir alle auslöschen, die sich uns entgegenstellen. So. Jetzt sind wir schon mal da vorbeigekommen. Jetzt Elise, wohin? Lea, er muss zu Fuß unterwegs sein. Elise! Er ist weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum.
Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten? Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Die Hinrichtung von Ludwig dem 16. Der 21. Januar 1793 war ein kalter Tag in Paris. Der düstere Winter 1792-93 verlieh der französischen Hauptstadt eine triste, dunkle und eisige Atmosphäre. Am Morgen seiner Hinrichtung, eingeschlossen in seiner Zelle im Temple, betete Ludwig um die Errettung seiner Seele und machte sich bereit, seinem Schöpfer entgegenzutreten. Am Fuß des Schafotts wurden ihm die Hände gebunden, dann begann er, die Stufen hinaufzusteigen. Als er auf dem Schafott neben der Guillotine stand, richtete er sich stolz auf, wie bei einem Verfahren, und wandte sich an die Menge. Franzosen, ich sterbe unschuldig, der mir zu Last gelegten Verbrechen. Ich verzeihe den Urhebern meines Todes und bete zu Gott, dass jenes Blut, das ich vergießen werde, nicht auf Frankreich zurückfallen möge. Es wurde Befehl gegeben, seine Stimme mit dem Trommelwirbel zu übertönen. Ludwig wurde nach vorn auf die Planke der Guillotine gestoßen, woraufhin ihm die Stimme versagte und seine Worte untergingen. Es war 10.24 Uhr. Binnen weniger Sekunden landete Ludwigs Kopf in der Halterung, dann zog der Henker den Hebel und die Klinge sauste herab. Ludwigs Kopf wurde abgetrennt und fiel in einen Weidenkorb. Der Henker packte ihn am Haar und hielt ihn hoch, damit die Menge ihn sehen konnte. Er sagte lange Rufe wie Vive la Nation und Vive la République. Die Menge stimmte daraufhin gemeinsam das symbolische Revolutionslied Jaira an. Im übertragenen Sinne, wir werden es schaffen. Nicht gerade der ermutigendste oder selbstsicherste Gedanke, den man haben kann, nachdem man des Königs Kopf abgeschlagen hat. Wir werden es schaffen. Wirklich werden es schaffen. Ich würde ja nicht meinen Liedern ein wenig mehr Zuversicht vermitteln wollen. Ich würde ja in meinen Liedern ein wenig mehr Zuversicht, mein Gott, Entschuldigung. Mancher Satzbau ist immer ein bisschen schwierig. So, das war's aber für heute. Wir haben heute die Hinrichtung erlebt und haben auch jemanden hingerichtet. Also eigentlich steht's 1:1. Und, ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Assassin's Creed Unity und dann schauen wir mal, ob wir Elise davon überzeugen können, dass ihr Leben doch wichtiger war als das von Germain. Bis dahin, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut und ciao. So, ciao.